Jo Leute, was geht? Wir haben endlich die Roadmap für Season 2 und es sieht ultra, ultra krass aus. Also wir haben wirklich dieses Mal einen riesen Berg an Content und vieles ist auch direkt am Anfang der Season und nicht noch in der Season. Das habe ich ja befürchtet, vor allem beim Zombie-Modus dachte ich, dass wir viel erst dann in der Season bekommen. Aber wir werden sehr, sehr viel Content dieses Mal endlich bekommen. Es ist echt überfällig. Wir werden jetzt auf jeden Fall alles durchgehen. Ich werde einmal die Roadmap ein bisschen schon mal zeigen und dann gehen wir nochmal in den Blogpost und da erfahren wir dann nämlich nochmal mehr Informationen und die neue Season beginnt dann am Montag, den 14. Februar, an Valentinstag. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da und jetzt starten wir rein ins Video. Wir fangen erstmal an mit dem Zombie-Content, da werden sich wahrscheinlich die meisten auf meinem Kanal für interessieren. Und wie ich es schon in meinen Leak-Videos gesagt habe, wir bekommen eine neue Map, eine komplett neue Map, eine Hub-Area, so ähnlich wie wir das auf Red Star haben. Diese soll Terra Maledicta heißen und wir werden hier auch drei neue Areas bekommen. Die Frage ist jetzt, bekommen wir diese Areas auch dann für Stalingrad auch dazu, also für Red Star, die wir ja aktuell haben, oder ist das nur für die neue Map? Wäre mal ganz interessant zu wissen, vielleicht erfahren wir dazu auch mehr im Blogpost. Wir bekommen auch einen neuen Feind und es ist nicht der Hund, wie wir uns gedacht haben, oder die Pesthunde, hatten viele Leaker schon gesagt, dass sowas in die Richtung noch auf uns zukommen wird. Aber hier werden wir einen kompletten neuen Feind bekommen, und zwar Zaballa, The Deceiver. So ein dreiköpfiger Dude, mal gucken, was der kann. Wir bekommen auch die lang ersehnte Wunderwaffe, beziehungsweise die Wunderwaffen. Wir bekommen eine normale Raygun und ein Schild, was ziemlich crazy aussieht. Und hier sieht man das, glaube ich, einmal in Action. Und wir bekommen natürlich auch eine Story-Quest, ein Easter Egg. Das ist wirklich alles das, was wir erwartet haben und natürlich auch schon längst überflüssig war. Aber wir bekommen jetzt wirklich bestätigt diesen Content. Am Montag ist es dann endlich soweit. Wir bekommen außerdem noch ein neues Objective Sacrifice. Außerdem bekommen wir dann noch ein New Alley Verkana The Last. Das ist dann im Prinzip die Feldausrüstung, also ein neuer von diesen Dämonen, und da vermutet man ja, dass es die Healing Aura ist, also die Heilaura. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Content, den wir auch teilweise auch erwartet haben, aber dass wir alles auf einmal bekommen, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Hier steht nämlich nirgendwo dran in der Season. Ihr seht es hier bei den anderen Sachen, hier steht teilweise in der Season. Und wir gehen rüber zum Multiplayer, denn der ist wahrscheinlich auch noch für die meisten Leute interessant. Es kommt eine neue Map Gondola, dann gibt es noch Casablanca. Und Ranked Play wird dazukommen, das ist noch in der Beta-Phase. Und in der Season kommt dann Arms Race, ein Modus mit Fahrzeugen. Ansonsten bekommen wir einen neuen Content-Drop am Valentinstag mit so einem komischen Skins, die uns wahrscheinlich sehr nerven werden im Multiplayer. Und es gibt ein neues Fahrzeug. Ansonsten noch ganz kurz, in Warzone verändert sich ein bisschen was an der Map. Und zwar gibt es eine neue Location, Chemical Factory. Dann werden wir noch Research Labs bekommen und wir werden Rebirth Reinforced bekommen. So wie es aussieht, ist es eine veränderte Version von Rebirth Island, also nochmal eine andere Version. Werden natürlich auch wieder neue Modi für Warzone kommen. Wir werden einen Bomber bekommen. Da bin ich gespannt, wie OP der sein wird, weil die Flugzeuge in Warzone sind aktuell ja auch schon sehr, sehr overpowered teilweise. Und dann gibt es noch ein paar Events, die dazukommen werden. Aber wir wollen ja nicht zu sehr auf den Warzone-Content eingehen. Jetzt gehen wir nochmal allgemein auf den Content an. Neue Waffen, die wir bekommen werden, ist einmal hier dieses MG. Dann werden wir eine SMG bekommen. Eine Eisaxt, also so eine Spitzhacke. Also drei neue Waffen, die auf uns zukommen. Genauso wie drei neue Operator, die wir wahrscheinlich dann nur mit Bündels kaufen können. Also mit Echtgeld. Eine wird wahrscheinlich dann per Battle Pass zur Verfügung stehen, und ansonsten neue Bündels, und wir werden auch zwei neue Perks bekommen. So, jetzt befinden wir uns hier im Blogpost, den könnt ihr euch unten in der Videobeschreibung anschauen, den werde ich dort verlinken, denn hier sind auch nochmal sehr interessante Sachen und ihr könnt da nochmal ein bisschen mehr dazu lesen. Ich werde mich hier in dem Blogpost eher auf den Zombie-Modus und auf den Multiplayer konzentrieren und Warzone werde ich jetzt erstmal auslassen. Wie ich es bereits schon einmal erwähnt habe, werden wir einen Ranglistenmodus in Vanguard bekommen. Dieser soll aber, so wie ich gehört habe, ähnlich sein wie in Cold War, und das hat nicht vielen Leuten gefallen. Hoffentlich haben sie da ein bisschen was geändert, aber ich denke mal, weniger interessant für die meisten, wenn es halt wieder so ist wie in Cold War, weil in Cold War war es nicht wirklich gut. Hier sehen wir dann etwas, was wir in der Roadmap nicht gesehen haben, und zwar eine neue Killstreak der Kugelturmschütze. Ich weiß nicht genau, was das ist, auf jeden Fall etwas, womit man aus der Luft
die Gegner richtig bashen kann. Das habe ich auf jeden Fall vermisst in Vanguard. Des Weiteren bekommen wir eine neue Ausrüstung, die Haftbombe, also die Semtex-Granate. Dazu habe ich ja schon mal in einem Video erwähnt, dass die im Spiel gefunden wurde und die wird natürlich dann auch am Montag erscheinen. So, hier haben wir auch das erste Perk und beim ersten Perk sehen wir, werden wir wahrscheinlich eine Möglichkeit haben, mehrere Sprengsätze mitzunehmen. Zumindest hier steht, dass mehr Erschütterungsminen und platzierbare Feldausrüstungsteile und Sprengladungen. Ich weiß jetzt nicht, welches Pendant dazu in Cold War zum Beispiel war, aber hier kann man auf jeden Fall mehr von den Ausrüstungen mitnehmen. Mechaniker ist dazu da, um dann mehr Feldausrüstung mitzunehmen und diese schneller aufzuladen. In der Season kommt dann noch Wettrüsten und Fahrzeuge, ein Modi, der dann auf den großen Maps stattfinden wird. Das ist, glaube ich, dieser Kriegmodus oder Bodenkriegmodus, auf den wir eigentlich jetzt am Anfang der Season gehofft haben. Der wird diesen Modus, glaube ich, darstellen, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ähnlich der dann zu dem eigentlichen Bodenangriff und Kriegmodus in der Vergangenheit war. Hier wird wahrscheinlich mehr Fokus auf die Fahrzeuge gelegt und ich denke mal deswegen nicht so geil, wie ich das jetzt eigentlich erwartet hätte, aber ich lasse mich mal überraschen. Das wird dann in der Season erst kommen. Und jetzt, Leute, kommen wir zum Zombie-Modus und dieses Bild sieht schon auf jeden Fall sehr crazy aus. Das sieht auf jeden Fall nach etwas aus, was neu ist, was vielleicht natürlich auf dem Multiplayer aufbaut, aber irgendwo für den Zombie-Modus geschaffen wurde und es sieht auf jeden Fall echt crazy aus und ich bin sehr gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Hier schreiben sie, die Dimensionen verschieben sich und der Dunkeläther öffnet sich. Der Angriff der Untoten heizt sich in der östlichen Wüste Ägyptens auf, wo sich neben anderen neuen Arenen ein Portal zum Dunkeläther öffnet. Also wir werden irgendwie Zugang zum Dunkeläther haben und hier befinden wir uns dann in der Wüste von Ägypten, so wie wir es auch erwartet haben und sie es ja mehrfach geteasert haben. Ich denke mal, diese Map oder diese Location baut dann auf Desert Siege, der Multiplayer-Map, auf, aber halt mit Zombie-Elementen, wie man sieht, die schon sehr beeindruckend aussehen. Hier sehen wir dann das neue Artefakt, welches halt Healing Aura ist, das was wir aus Cold War kennen. Und hier gibt es nochmal die einzelnen Stufen. Der Zauberstab der Wildnis beschwört Verkanas Lebensenergie, um dich und deine Verbündeten sofort zu voller Gesundheit zu heilen. Das ist die Basisstufe. Auf Stufe 2 schlage normale Feinde nieder und betäube spezielle Feinde in der Nähe jedes Spielers. Stufe 3 belebe alle niedergeschlagenen Verbündeten wieder. Das ist schon mal ziemlich hilfreich. Stufe 4 wiederbelebte Verbündete erhalten ihre verlorenen Perks zurück. Das ist sehr strong. Stufe 5, die Lebensenergie bleibt 10 Sekunden lang an der Position jedes Spielers bestehen und heilt und belebt weiterhin Spieler. Das ist auch sehr, sehr stark. Also so wie es aussieht, bist du dann 10 Sekunden unbesiegbar und kannst halt in der Zeit nicht sterben, wirst dann direkt wiederbelebt und du behältst einfach deine Perks. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Hier sehen wir dann den neuen Feind, Zabala, der Betrüger. Und der sieht auf jeden Fall schon mal ordentlich aus. Ich bin mal gespannt, was der kann. Obwohl sie gegen viele Arten von Angriffen resistent ist, könnte das, was ihre Energie gibt, auch ihre größte Schwäche sein. Okay, also man erfährt nicht extrem viel darüber, was die kann. Auf jeden Fall soll sie schon ein stärkerer Boss sein als die normalen Kollegen hier mit dem Sturmgewehr, die Sturmkrieger. Hier sehen wir dann nochmal die Raygun. Ganz, ganz geil, dass wir die originale Raygun auch zurückbekommen. Ich glaube, das wird viele Leute freuen. Hier sehen wir dann einmal das Schild, die Wunderwaffe, die jetzt nur auf der neuen Karte, so wie ich es verstanden habe, zur Verfügung steht. Und dieses Schild soll halt auch nicht schießen können, sondern damit kann man nur irgendwie so einen Schildstoß machen können. Ist jetzt nicht ultra geil, so ein Schild als Wunderwaffe, aber wir werden mal sehen, die Chrysalax zum Beispiel in Cold War als Nahkampfwunderwaffe war auch echt eine sehr, sehr coole Waffe. Und mal sehen, was diese Waffe zu bieten hat. Sieht auf jeden Fall auch crazy aus. Also so wie ich es verstanden habe, ist das hier das neue Objective und hier müssen wir an diesem Objekt Zombies killen und dieses auffüllen. Wenn es dann völlig aufgeladen ist, dann platzt es und es kommen Zombies, doppelt so viele Zombies, wie wir, womit wir das Ding aufgefüllt haben. Das Ganze müssen wir dann halt dreimal machen und dann haben wir das Objective abgeschlossen. Wir werden dann auch noch auf der neuen Karte, die wir dann bekommen, eine Story Quest bekommen, die dann anscheinend nur auf dieser neuen Karte stattfindet. Wird auch die ersten Zeit-Easter Eggs geben. Hier gibt es nämlich eine Schaufel, mit der man ausbuddeln kann, wie wir das damals in Black Ops 2 hatten.
Und dann kommt man an Loot und halt andere Geheimnisse, wie hier geschrieben wird. Und hier sehen wir nochmal ein Bild von der neuen Karte. Das Ganze ist ja Desert Siege. Man sieht es hier schon, wenn man diese Multiplayer-Karte kennt. Aber sie haben sie ordentlich verändert. Ansonsten nochmal ganz kurz die Waffen, die wir bekommen werden. Das Sturmgewehr, kein MG. Ich dachte erst, es wäre ein Sturmgewehr. Das KG-M40. Wir sehen es hier, ziemlich ordentliches Teil. Dann werden wir hier das LMG bekommen, das Whitley-LMG. Sieht auch sehr, sehr krass aus. Schweres Langstreckenmaschinengewehr, schwerfällig, aber konsequent. Und dann werden wir auch noch den Eispickel bekommen. Dieser kommt dann aber erst in der Season, also eine neue Nahkampfwaffe. Und wir bekommen sogar noch eine zweite Waffe in der Season, die Armaguera. Eine SMG mit sehr hoher Feuerrate, effektiv bei Einsätzen auf kürzere bis mittlere Distanz. Damit sind wir dann durch mit dem Update. Wir haben jetzt für den Zombie-Modus nicht so viele Details bekommen, was das Easter Egg angeht und wie die Maps aussehen. Da haben wir echt nicht viel bekommen. Wir haben nur ein paar Bilder bekommen und dass es eine Story-Quest gibt, aber mehr wissen wir dann nicht. Deswegen wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein am Montag. Ich werde natürlich am Montag auch dann direkt live sein und die neue Season zocken, vor allem den Zombie-Content und das Easter Egg will ich dann herausfinden. Deswegen schaut gerne auf Twitch vorbei, das würde mich sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!